So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier in dieser Sonderausgabe La Cucina Amore. Und diesmal, da geht es nicht ums Essen, sondern es geht um die Kleinigkeit zuvor. Ja, wir kennen es alle, den schönen Aperitivo. Für den Aperitivo gibt es eine Vielzahl an Getränken, die man zu sich nehmen kann, die zubereitet werden in der italienischen Vorabendkultur, und zu einem, da gehört natürlich der Negroni. Er besteht aus diesen drei Komponenten: einmal der Campari, quasi der Jägermeister Italiens, eine grundsolide Komposition aus allerlei verschiedenen Kräutern und Zusätzen. Dann geht es weiter zum Gin, das englische Herz, wie ich es gerne nenne. Und als letzte Komponente für den Negroni, den Martini Rosso, der Wermut. Wichtig für den Negroni ist vor allem eins, nämlich die Gleichheit der entsprechenden drei Komponenten. Es muss immer ungefähr die gleiche Menge sein, die vom jeweiligen Getränk in den Negroni kommt. So, wir nehmen, sagen wir, 5 Eiswürfel. So. Der Negroni kommt auch ursprünglich aus Florenz. 1919 soll es das erste Mal passiert sein, dass er eingerührt wurde. Das ist nämlich auch eine Besonderheit des Negronis. Er wird nicht geschüttelt, er wird nicht, wie soll ich das sagen, aus der Hand serviert, sondern er wird angerührt. Jetzt machen wir das per Augenmaß. Das scheint eine gute Portion Gin zu sein. So, jetzt schauen wir, dass wir die gleiche Menge noch ungefähr rausschütten. Ja, sehr gut, sehr gut. Lecker, lecker. Jetzt abschließend der Martini Rosso. Die meisten werden ihn kennen als Martini Bianco, so wie ich mit Nachnamen heiße, natürlich. Perfekt, perfekt. Wichtig ist jetzt das Rühren, ob linksrum oder rechtsrum, das darf dann jeder selbst entscheiden. So, ganz, 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 ganz elegant. Hoppla, hoppla. So, jetzt lässt man das kurz einen Moment gehen. Viel entscheidender ist jetzt in dieser Zwischenzeit, das nächste Glas vorzubereiten. Jetzt passiert das Folgende, nämlich ein Abseihen der Flüssigkeit aus diesem Glas in das nächste. Dafür nehme ich jetzt hier ein Espresso-Sieb, denn leider ist unsere Küche gerade nicht so gut ausgestattet. Ganz langsam. Wir geben den ganzen Zeit. Das ist ja wie mit dem Espresso. Nur ist das das umgekehrte Prinzip. Beim Espresso geht die Hitze nach oben und erwärmt das Wasser und zieht durch den Kaffee in die Macchinetta hinein. So. Ein wenig die Orange anpressen, damit die verschiedenen Duftaromen rauskommen. Ich schneide in aller Bescheidenheit 1-2 Scheiben hinunter. Jetzt drücken wir mal eine davon hinein ins Glück. Diese Orange, die natürlich von einer sizilianischen Orangenfarm handgepflückt bei uns angekommen ist. Und somit kann ich hier den Klassiker der toskanischen Pre-Dinner-Cocktail-Geschichte präsentieren. Es ist der Negroni, und dann sage ich jetzt mal Salute, alles Gute, probier einen Schluck. Die Komplexität der Aromen ist natürlich umwerfend, liebe Tifosi. Für meinen Geschmack hätte es noch ein bisschen mehr Wermut sein können, denn wie ihr alle wisst, ich bin ein schwermütiger Typ. Es bleiben nur bitter Orangen. Salute, alles Gute, ich bin euer Roy, bis bald. Und ihr wisst, immer verantwortungsvoll bleiben beim Trinken.